Die Messe-News werden präsentiert von Telsonic. Hallo und herzlich willkommen zu den Messe-News. Wir berichten für Sie direkt von der Formnext 2019 in Frankfurt. Und das sind die Themen. ScanLab zeigt erstmalig die Möglichkeiten einer erweiterten Scan-Systemregelung, die über eine intelligente Schnittstelle Daten verschiedener Sensoren auslesen kann. Für Anwender in der additiven Fertigung ergeben sich erhebliche Vorteile, da sie künftig zentrale Prozessdaten einheitlich abrufen und auswerten können. Mit der Open Interface Extension stellt ScanLab das Funktionsmuster einer intelligenten Schnittstelle vor, die Sensordaten in die Scan-System-Regelungstechnik einbinden kann. Wie unterschiedlich die anzubindenden Sensoren sein können, zeigen zwei Demonstratoren vor Ort. Mit einer erweiterten Produktpalette und neuem Markenauftritt präsentiert sich BASF 3D Printing Solutions auf der Formnext. Mit der Einführung der neuen Marke Forward AM verfolgt das Unternehmen das Ziel, die Industrialisierung als nächste Generation der additiven Fertigung voranzutreiben. Unter der neuen Marke werden Material- und Servicelösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette angeboten. Damit ist Forward AM mit dem breitesten Produktportfolio auf dem Markt in der 3D-Druckindustrie aufgestellt. Blickfang auf dem Messestand sind 3D-gedruckte, großformatige Fassadenelemente sowie ein 3D-gedrucktes Surfbrett aus recycelten Filamenten. CEAD und Siemens präsentieren gemeinsam ihre neue Entwicklung, den AM Flexbot. Die Maschine umfasst einen Roboterarm von Comau, der mit CNC-Technologie von Siemens gesteuert wird und mit einer Einschnecken-Extruder-Einheit ausgerüstet ist. Dadurch erreicht der AM Flexbot trotz komplexer Roboterbewegung die erforderliche Präzision für großformatiges Freiformdrucken. Zusammen mit CADs einzigartiger und patentierter Continuous Fiber AM-Technologie ist das 3D-Drucken von endlosfaserverstärkten Produkten in großem Maßstab und hoher Geschwindigkeit möglich. SLM präsentiert zum ersten Mal die neue Selective Laser Melting Maschine aus der 500er Serie, die die branchenführende Gas-Strom-Technologie mit dem Quad-700W Laserverfahren kombiniert. Mit ihrem neuen permanenten Filtermodul ist die Maschinenverfügbarkeitsdauer und die Gas-Strom-Stabilität dieser Serie maximiert und die Materialkosten reduziert. Ein Tausch der Filterkartuschen ist nicht mehr erforderlich. Durch ein automatisiertes PSV-Sieb wird ein geschlossener Verarbeitungsprozess ermöglicht, bei dem der Benutzer nur einer minimalen Metallpulvermenge ausgesetzt wird. Zudem wird die Integrität des Materials durch die abgeschlossene inerte Umgebung gewährleistet. Telsonic demonstriert auf der Messe seine Ultraschalltechnologie bei der Pulveraufbereitung in 3D-Druckern. Das Schweizer Unternehmen bietet speziell für den Einsatz in den Pulveraufbereitungseinheiten von 3D-Druckern passgenaue Lösungen für Durchsatzmengen zwischen 10 bis 200 Liter pro Stunde an. Mit dem optimalen Ultraschall-Siebsystem lässt sich die Effizienz beim Wiederaufbereiten der Pulver um ein Vielfaches gegenüber den üblichen rein mechanischen Vibrationseinheiten steigern. Weitere Vorteile der Ultraschalltechnologie sind die geringe Geräuschentwicklung und der niedrige Verschleiß. BigRap präsentiert mit dem Loki ein komplett 3D-gedrucktes, selbstfahrendes Elektrofahrzeug. Der zukunftsweisende Designprototyp zeigt die derzeitige Bandbreite industrieller Anwendungen für additive Fertigung. Vom Rapid Prototyping und Design zu funktionsfähigen Verkehrslösungen, gedruckt mit hochwertigen Filamenten aus den Großformat-3D-Druckern von BigRap. Der Loki-Prototyp steht dabei im Mittelpunkt der breit gefächerten Präsentation digitaler Produktionslösungen auf dem Formnext-Messestand. Dazu gehören Prototypen für industrielle Anwendungen und die neuen 3D-Drucker Studio G2 und Pro. Das waren die Messe-News für heute. Danke fürs Zusehen und bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss.